der Idylle eines Reiterhofs decken Oberkommissar Thomas Tschech und Kommissar Jan Yildiz jetzt ein Eifersuchtsdrama auf. Die 2311 für Egon, kommen. Die 2311. Auf dem Rademacher Hof, da meldet eine Frau Amelie Merck einen Angriff auf ihr Pferd. Allerdings ist ihr Kontakt zur Melderin abgebrochen. Sie ist auch nicht mehr erreichbar. Fahrt mal sofort den Rademacher Hof. Ja, verstanden. Sonder- und Wegerechte freigegeben. Sonderrechte frei, Egon Ende. Die Beamten schalten Blaulicht und Martinshorn ein. Da der Notruf so plötzlich abgebrochen wurde, ist zu befürchten, dass der Anruferin etwas Schlimmes zugestoßen ist. Pass mal auf, da ist ein Pferd irgendwie. Okay. Fahr mal nicht so da dran, ich, dass das. Ich frag mal hier vorne. Sieht okay. So ein bisschen verlassen. Das kann nicht normal sein, dass das da rumsteht. Nee, eigentlich nicht. Ne? Egon von 2311, wir sind jetzt hier vor Ort. Wir sehen jetzt gerade aus dem Auto raus ein Pferd. Wir werden da mal gucken, was da hier los ist. Hallo! Hallo, die Polizei ist da! Ist hier jemand? Das Pferd hat Blut auf der rechten Seite, hast du gesehen? Schau mal. Ah, okay. Ja, komm, wir gucken mal. Ich glaube, wir müssen das Tier erstmal irgendwie. Guck mal, da ist ein Gatter, vielleicht kriegen wir das da rein, ne? Ja. Warte, ich nehme mal meine Handschuhe, nicht, dass da. Hallo! Guck mal, vielleicht kannst du es ja. Ja, ich denke mal, ha? Dass wir es reinschieben können, so ein bisschen. Ja, aber dass es man kann, die Arme ausbreitet. Ja, läuft auf die Straße und dann haben wir den Stress. Nee, nee. Ja? Geh mal ein bisschen vorne, dass er da ja, nicht abhaut. Klar. Als wir dann auf den Hof gefahren sind, haben wir dann direkt natürlich ein Pferd entdeckt. Auf der rechten Seite konnte man dann Schnittwunden sehen. Und mein Kollege und ich haben uns dann erstmal um das Pferd gekümmert und haben es dann auf die Weide geschickt. Siehst du, schau, siehst du es an der Seite? Also tatsächlich, ja. Ups, nur mal zu hier. Ui, jetzt ist er. So, alles verlegen. Guck mal, hier stimmt doch was nicht. Wieso ist das Pferd denn blutig? Okay, lass mal schauen. Ja. Hallo? Hallo, ist da jemand? Normalerweise ist immer eine Person an dem Tier oder arbeitet mit dem Tier. Und es war halt total still, es war nichts zu hören. Das war auch so merkwürdig, so diese Totenstille halt, wenn man das so möchte. Und daraufhin wollten wir natürlich erstmal feststellen, wer jetzt zu dem Pferd in erster Linie gehört. Also haben wir uns auf den Weg gemacht, um die Sache hier aufzuklären. Hallo, ist da jemand? Oh. Hallo! Dann guck mal hier vorne. Was da ist irgendwas. Tom, oben eine Person. Hallo, Polizei! Hallo! Polizei, einmal runterkommen bitte. Kommen Sie einmal bitte runter. Die Beamten vermuten, dass das Mädchen sie alarmiert hat und danach bewusstlos wurde. Die Frau auf dem Heuboden hat über Kopfhörer Musik gehört und nicht mitbekommen, was passiert ist. Ja, wir hatten jetzt eine Person vor Ort, die blutete vom Kopf her. War nicht ansprechbar. Das ist für uns ein Signal, dass es hier eine kritische Situation ist. Es war absolut erforderlich, an dieser Situation den RTW herbeizurufen, damit er die Person versorgen kann. Ich bin die Reitlehrerin. Die Reitlehrerin. Vom Hof, das ist meine. Bleiben Sie einmal bitte dran. Einmal Hallo, kurz bitte zurückkommen. Ja. So. Hallo. Und jetzt nochmal. Sie sind die Reitlehrerin? Richtig. Gut, und Sie waren den ganzen Tag jetzt da oben, oder was haben Sie gemacht? Ich habe hier das Stroh gemacht, genau, für die Boxen und alles. Ich bin hier für die Pferde zuständig und. Vorhin hatten wir noch Reitstunde, da war alles total okay. Dies okay, wann genau? Wir haben ein richtig wichtiges Turnier. Bleiben Sie noch mal ganz kurz, wann hatten Sie das Reitturnier? Morgen. Morgen ist das Reitturnier, vorhin sind wir noch ganz normal geritten, alles war in Ordnung. Die Reitlehrerin beteuert ihre Unschuld an dem Unglück. Sie ruft Mutter und Stiefvater des verletzten Mädchens an, denen der Pferdehof gehört. Kurz darauf treffen die Sanitäter ein. Und waren Sie alleine oder haben Sie die Amelie schon angetroffen? Heute Morgen oder die kamen dann. Schönen guten Tag, hallo. Hallo. Guten Tag, hallo. Bleiben Sie ruhig. Das ist meine Tochter, die da ist. Es ist alles okay. Es ist ja sicher, was ist denn passiert? Die Lage ist unter Kontrolle. Wenn Sie sich jetzt aufregen, bringt es überhaupt nichts. Was ist denn passiert mit ihr? Ja, wir erklären Ihnen das gleich. Bei den Eltern liegen die Nerven blank, da keiner sagen kann, was mit ihrer Tochter los ist. Die Untersuchung des Mädchens liefert jedoch eine heiße Spur. Eine Kopfwunde habt ihr? Ja. Woher konnte das denn sein? Keine Ahnung. Es sieht aus wie ein Loch im Kopf. Ja. Es ist auf jeden Fall jetzt nicht irgendwie von einem Pferdehufen oder so, was jetzt hier erwarten würde. Es ist ein Loch. Ja. Also sieht aus wie ein Loch. Es muss jetzt auf jeden Fall ganz schnell ins Krankenhaus, ins Rauchen. Ja, gut, das ist insofern. Das Ding ist halt, könnte es durch einen Gegenstand hergerufen sein oder kann es dadurch passiert sein, dass sie gestürzt ist? Nee, sieht jetzt nicht aus. Ja? Also ist ein richtiges Loch im Kopf. Also jetzt wenn Sie einmal gucken wollen. Kann das durch irgendeinen anderen hervorgerufen worden? Werden. Also das heißt, ein anderer daran beteiligt war, der ihr was zu Leibe getan hat? Mitten auf dem Kopf, das ist unwahrscheinlich, dass das für einen Sturz ist. Ach so, ja, okay. Aus wie ein Sturz, also durch einen Gegenstand oder ähnliches.
Ja, ja, gut. Aber ich wollte sagen, jetzt lassen Sie mal fahren. Genau. Ja, machen Sie mal. Wohin geht's? Städtische. Trotz der Verletzung wird sich das Mädchen schnell erholen. Schlimmer ist, dass es wohl vorsätzlich niedergeschlagen wurde. Auf der Suche nach Beweisen für die Tat sondieren die Beamten jeden Zentimeter der Scheune. Oh, guck mal, hier ist was. Hier ist was, hör mal. Okay. Sag mal, ich jetzt gar nicht, ich habe jetzt meine Brille nie auf. Kannst du mal bitte? Ja. Jan, was steht da drauf? Bella, die Mama. Bella? Ja, die. Guck mal, da ist auch Blut dran, siehst du? Ja. Da muss irgendwas gewesen sein. Der Zusammenhang ist, glaube ich, da. Die Polizisten erfahren von den Eltern, dass der Hufkratzer ihrer zweiten Tochter gehört. Die beiden Mädchen sind jedoch Stiefschwestern. Die Mutter hatte die Ältere mit in die Patchwork-Familie gebracht, der Vater die Jüngere. Die steht nun unter Tatverdacht und ist mit ihrem Freund gerade im Stall. Junge Frau, hallo. Hast du nichts mitgekriegt? Na? Hast du da nichts mitbekommen? Amelie. Irgendwas ist mit Amelie passiert. Schwer verletzt. Na, hallo. Können Sie uns irgendwas darüber sagen, was da gerade in der Scheune vorgefallen ist? Ich weiß nicht, ich war die ganze Zeit hier und habe gearbeitet. Ja, ganz hart gearbeitet. Aladin ist verletzt. Ja, genau. Ja. Einmal kurz dann bitte. So. Sieht wie folgt aus. Wir haben Ihre Schwester gefunden, ja, und wir haben ein verletztes Pferd gefunden. Wir sind jetzt hier, um den ganzen Sachverhalt jetzt aufzuklären. Ja. Und wir werden gerne wissen von Ihnen, was passiert ist. Also ja. Ich habe wirklich gar nichts bekommen. Ich war die ganze Zeit hier, habe gearbeitet, habe auch noch sauber gemacht. Ich weiß wirklich nichts. Okay. Ja, als wir dann die Thea aufgefunden haben und in die Befragung gegangen sind, ist mir und meinem Kollegen Tom sofort aufgefallen, dafür, dass ihre Schwester gerade wirklich angegriffen wurde und fast niedergestreckt wurde, hat sie ziemlich locker und lässig reagiert. Ich sehe gerade, Sie haben Blut an der Hand. Ja. Woher? Okay, woher? Da läuft jemand. Stehen bleiben! Stehen bleiben, Polizei! Bitte reinlassen! Verlassen wir mal die So, geben Sie mir Ihre Hand. Also eine Waffe wird eingesetzt, wenn wir ein Messer oder auch eine Waffe im Spiel haben. Ja, und dann muss von uns Polizeibeamten erstmal geprüft werden, ob es verhältnismäßig ist, hier eine Waffe einzusetzen. Und da der Kollege nur eine Gerte in der Hand hatte, war hier der Gebrauch von einer Schusswaffe nicht nötig und haben uns dann für das ESG entschieden. Ja. Gut, was ist hier passiert? Meine Stiefschwester, mein Vater hat sie morgen früh einen Reitwettbewerb angemeldet und eigentlich wollte ich da auch gerne mitmachen, weil er sie einfach in letzter Zeit total bevorzugt hat. Und dann haben Gabriel und ich uns dazu entschieden, ihr Pferd zu manipulieren, dass sie eben nicht mitmachen kann. Okay. Das ist alles deine Schuld, Mann! Sind Sie auch einmal ganz kurz ruhig, bitte hier! Und dann hat sie uns dabei erwischt und dann hat er... Sie haben jetzt erstmal Sendepause. Dem Hufkratzer auf den Kopf geschlagen. Ja. Sie haben was gemacht? Ja! Gut, okay. Das dann bleiben Sie einmal ganz kurz bitte hier. Ja. Aber wir wollten das nicht. Gut. Wie sich im Nachhinein rausgestellt hat, hat die kleine Schwester aus Neid das Pferd der großen Schwester verletzt. Als dann die große Schwester dazugekommen ist und das unterbinden wollte, hat der junge Mann aus einer Kurzschlussreaktion wahrscheinlich dann die Waffe genommen und dann auch zugeschlagen. Nie wieder will ich dich sehen hier. Nie wirst du mich noch mal sehen. Einmal ruhig bitte und Sie bitte auch noch mal ruhig, ja? Nicht Öl ins Feuer gießen. Wegen gefährlicher Körperverletzung müssen sich die beiden Teenager vor dem Jugendgericht verantworten.